Hallo und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wie ihr hier sehen könnt, bin ich Arena 1 und nicht, dass ihr jetzt erschreckt, weil auf meinem anderen Account bin ich Arena 6, aber das hier ist mein sozusagen zweiter Account, auf dem ich jetzt ganz neu angefangen habe. Ich habe wirklich erst die Tutorials abgeschlossen, also diese 7 Tutorial-Kämpfe. Hab hier 0 Siege, 0 3-Kronen-Siege, höchste Trophäen 0. Und wir sind jetzt auch auf 0 Trophäen. Ich habe jetzt hier folgende Karten, das könnt ihr hier sehen. Und ich habe mir gedacht, ich nehme heute einfach auf dem Kanal auf und mache ein paar Live-Angriffe in der Arena, also in der, ich sage jetzt mal, Anfangsphase. Sollte ich jetzt nicht auf zu krasse Gegner treffen, sodass ich nebenbei noch ziemlich gut reden kann. Und zwar geht's darum, weil ich weiß nicht, soll ich öfters auf meinem Zweitkanal Videos machen oder wollt ihr lieber auf meinem Arena 6 Account Videos sehen? Schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Und ja, ich konzentriere mich dann doch ein bisschen aufs Spiel, zumindest ein bisschen. Und okay, ja, er hat Pfeile, aber ja, Entschuldigung, wenn ich gerade leise bin, jetzt muss ich mich doch konzentrieren, weil der anscheinend nicht, doch nicht so schlecht ist. Und aber trotzdem denke wir gewinnen sollten, also er hat noch keinen Schaden auf unserem Turm gemacht. Und wo war ich? Boah, schon wieder total unkoordiniert. Ach so, ja genau, weil ich kann schon öfters Videos auf meinem zweiten Account machen, aber wie gesagt, soll ich da so eine kleine Art, sag jetzt mal, Serie draus machen? Oh, kacke, er hat einen Bomber. Und da halt, da, ich sag jetzt mal, zweitäglich oder täglich, wenn ich schaffe, Videos machen, oder wollt ihr lieber auf meinem anderen Account Videos sehen? Ich glaube, ich gewinne das Match. Ja, auf jeden Fall. Und ja, boah, ich bin gerade richtig unkoordiniert und weiß nicht, was ich sagen soll. Ich spiele jetzt einfach mal das Match fertig und sage jetzt mal nichts. Und dann werden wir schon sehen, wie es läuft. Er hat jetzt hier ein Drachenbaby, was ich irgendwie keine Ahnung habe, wie ich es countern soll. Jetzt mit der Musketieren sollte es eigentlich ganz gut gehen. Gut, unsere Musketierin hat noch volles Leben. Ich setze mal die Bogenschützen dahinter. Und das Match sollte auf jeden Fall gewonnen sein, wenn jetzt nicht gerade irgendwas zum Kontern hat. Ja, doch hat er, aber irgendwie, ich spiele viel zu wenig mit meinem Riesen. Ich setze jetzt mal meine Kobolde und provoziere somit, dass er sein... Okay, jetzt haben wir doch ein Problem eventuell. Das war ziemlich gut von ihm. Aber trotzdem sollte er, denke ich, nicht unseren Turm kriegen. Nee, ich denke nicht. Wir müssen jetzt hier mal handeln mit unserem Riesen, um zu tanken. Ja, okay. Nicht schlecht. Jetzt haben wir ziemlich viel. Aber will er das kontern? Okay. Das Ganze wird dann GG für uns sein. Gutes Spiel. War nicht mal schlecht für die, ich sag jetzt mal, Liga-Stufe. Allerweil sind die hier unten nicht so gut. Ich denke mal auch, dass es ein zweiter Account von jemand war. Und wir kriegen eine Silbertruhe. Und ich würde sagen, wir machen einfach noch einen Live-Angriff. Ja. Wieder Koboldstation. Irgendwie ist es mal wieder lustig, so ganz schlecht zu sein, weil ich meine, man steigt ja dann doch ziemlich schnell auf und nie mehr ab. Er hat jetzt hier einen Prinz und Pfeile. Gut, haben wir gut abgewehrt. Ich hoffe jetzt gerade nicht... Okay, er hat einen Bomber. Ach, wir konnten den Bomber sogar noch killen mit der Skelettarmee. Gut, das war auf jeden Fall ein guter Elixier-Trade. Hier schauen wir mal Kobolde, Archers. Die sollten den Knight dann auch down machen. Und jetzt einen Riese davor. Ich habe in den Anfangs, sage ich jetzt mal, Phasen... Und genau, jetzt sind wir auch schon beim Punkt, genauso was meine ich, so Leute, die dann den Turm mit einem Feuerball abschießen. Das ist so eine, sag ich jetzt mal, Elixierverschwendung.
Weil wie ihr sehen könnt, wir werden jetzt seinen ersten Turm mit Leichtigkeit zerstören. Und also das bringt wirklich nichts, auf den Turm den Feuerball zu setzen. Und ja, solche Sachen macht man halt nur in den ersten Arenen. Sowas kommt einem später nicht mehr vor, wenn man mal ein bisschen erfahren ist. Und ich lasse gerade wieder mein Elixier volllaufen, das ist gar nicht gut. Hier blocken wir mal wieder mit unserer Skelettarmee. Er wird jetzt wahrscheinlich wieder... Achso, nein, Herzenbar gesetzt, sein Ritter, okay. Ich würde sagen, ja, wir pushen die drei Kronen. Und hier die Schützen und die Musketieren. Hoffentlich fokust er jetzt nicht. Ja, der Bomber war perfekt gesetzt, weil er jetzt seine Kobolde gesetzt hat. Aber wir haben das easy geblockt mit unserem Bomber. Und es sieht ziemlich gut aus. Sein Turm hat noch 895 Leben. Hier setzen wir einen Ritter. Und dahinter eine Musketierin. Jetzt schauen wir mal. Ich denke mal Bogenschützen noch dahinter. Und dann sollte das Match eigentlich gewonnen sein. Hoffen wir es zumindest. Nee. Okay, Skelettarmee. Ja, was machen wir jetzt? Sollen wir... Nein, Pfeile. Pfeile machen in der... Also ich habe die Pfeile, glaube ich, auf Level 2 oder so. Wir machen die noch nicht genug Schaden, damit die den hier zerstören können. Jetzt bräuchten wir, glaube ich, sogar nochmal die Pfeile schnell. Hier für seine Kobolde. Okay, jetzt wird es echt nochmal gerade kritisch. Gut, aber seine Musketierin ist gestorben. Das ist gut. Hier den Riese verteidigen wir easy mit unserem... Okay, er fireballt wieder unseren Turm. Jetzt wird sogar noch knapp. Er hat Pfeile. Wieso hat er die vorher nicht gesetzt? Ja gut, der Prinz hat keinen Schlag mehr rausgekriegt. Und jetzt setzen wir unseren Riese. Der sollte das Ganze dann einfach machen. Hoffentlich kriegen wir noch die drei Kronen für die Kronentür. Bitte, 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 bitte. Riese. Ja, in der letzten Sekunde haben wir noch die drei Kronen gekriegt. Sehr nice. Jetzt, glaube ich, haben wir 5 von 10 Kronen. Oder nein, 6 von... Nein. 4 von 10 Kronen. Und das war's dann auch mit dem Video. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr mehr auf meinem ersten Account oder auf meinem zweiten Account sehen wollt. Und ich glaube, ich habe diese Episode ziemlich viel Scheiße gelabert. Aber... Ja, ich bin zurzeit ein bisschen neben der Kappe, also sorry dafür, aber wir sind jetzt auf 60 Pokalen, haben 2-mal gewonnen und ich werde versuchen, mit dem Account so richtig schnell zu pushen. Also dann, ich sag jetzt mal, auf meine Karten scheißen, auf die Level und halt einfach schauen, dass ich möglichst schnell in Arena, sag ich jetzt mal, 3 komme, damit ich dann Barbaren kriegen kann, weil das sind eindeutig meine Lieblingskarte und mit denen kann ich auch am besten umgehen. Das heißt, ich will möglichst schnell die Barbaren kriegen. Wir sehen uns dann bei einem neuen Video. Das nächste Video wird dann die Challenge mit dem Maxi sein. Das habe ich letztes Video schon gesagt, dass die als nächstes kommt, aber es kommt doch dieses Video. Und ja, bis dann.